Servus Leute, Raging Raptor hier und ich begrüße euch zu meinem Erklärt-Video zum Thema Holiday Ops 2020-2021. Und im heutigen Video, wie der Titel eigentlich schon sagt, werde ich probieren, euch alles zu erklären, was ihr wissen müsst, um in diesejährigen Holiday Ops so viel abzustauben, wie es nur geht, mit dem geringsten Aufwand bzw. mit dem geringsten Einsatz von Echtgeld. Nun, das Erste, was wir natürlich haben, ist, wann denn fängt diese Holiday Ops an? Morgen ist ja das Update, Dezember 8. ist das Update und am 9. Dezember geht es dann um 8 Uhr morgens los und das ganze Event wird bis und mit dem 11. Januar gehen. Aber, und das ist noch wichtig anzumerken, ihr könnt noch weiterhin die Bonis, die ihr euch erspielt habt, weiter benutzen bis ans Ende vom Januar. Aber dazu dann später am Ende des Videos. Hier mal die kurze Zusammenfassung von heute. Wir haben eben zuerst unser kleines Geschenk, das wir kriegten, die festliche Atmosphäre erklärt, wie ihr die Dekoration kriegt, dann Chuck Norris natürlich, dann die Collections, der Credit Bonus, welcher auch sehr interessant sein sollte, dann die Holiday Ops Vehicle und zu guter Letzt noch die Lootboxen und eben diese Event Extension, also die Verlängerung von diesem Event. Ja. Also euer erstes Geschenk, das ihr eigentlich kriegen werdet, sobald ihr euch ins Spiel einloggen werdet, ist natürlich diese neue Stufe 4er Panzerzerstörer, die Panzer Selbstfallerfette auf 1C. Und nein, sie hat keinen Autoloader, wie es im englischen Video gesagt wurde, sondern ist eine Standard-Einzelschusskanone. Dazu kriegt ihr noch eben den Garage-Slot dazu und ein bisschen schon diesen Scherben. Die könnt ihr dafür brauchen, um einerseits den Deco-Rider zu benutzen, heißt also, um euch neue Dekorationen zu erwürfeln und so weiter und so fort. Oder auch diverse Level aufzubauen. Und natürlich gibt es dann auch noch 3 kleine Boxen mit dazu. Wenn ihr euren Well-Deserved Reward jetzt schon abgeholt habt, heißt es noch, ihr kriegt noch 7 zusätzliche kleine Boxen, nochmal so ein Duplikator, noch ein paar Embleme und eine große Dekoration. Dazu später noch mehr. Ja, was ist denn ganz genau diese festliche Atmosphäre? Diese festliche Atmosphäre wird erreicht, indem ihr in eurer Garage Level 5 Dekorationen oder viele von Level 5 Dekorationen aufbaut. Ob es jetzt ein Baum ist, ob es jetzt sonstige Sachen sind, die ein bisschen rumfliegen und so. Einfach allgemein überall die Dekoration, die ihr habt, auf Level 5 bringen und die dann reinklatschen. Und wieso solltet ihr das denn machen? Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr Level 5 erreicht, dann kriegt ihr insgesamt 6 Slots, wo ihr eure Fahrzeuge reinklatschen könnt, um Boni drauf zu kriegen. Also Boni in EXP, Crew XP und freie Erfahrung. Insgesamt könnt ihr 4 Crewmitglieder aus diesen Boxen rausholen. 4 Frauen, die alle eine Null-Skill-Waffenbrüder-Crew haben oder Waffenbrüder-Skill haben. Und natürlich, ihr kriegt noch diverse von diesen Blaupausen kriegt ihr noch mit dazu für diverse Nationen. Also könnt ihr sehen, wir haben hier Polen, Tschechien, Russland, Japan, Schweden, Amerika sowie Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Und natürlich gibt es noch einen 2D-Style, diverse Boosters, wie auch Credit Booster, was ja eigentlich alles ganz schön ist. Also wirklich, es ist nice, wenn ihr euch da durcharbeiten könnt, weil ihr kriegt wirklich viele Dinge. Ich bin mir sicher, dass im Verlauf des Events da noch ein paar Guides auftauchen werden, die es euch oder die euch dann zeigen, wie ein Free-to-Play-Spieler dieses Level 10 erreichen kann. Aber für die Leute, die sich entscheiden, jetzt mal vielleicht 20 bis 100 Euro da zu investieren, die sollten eigentlich kein Problem haben, diese festliche Atmosphäre auf Stufe 10 sofort hinzukriegen, weil ihr ja aus den Lootboxen Stufe 5 Dekorationen kriegt. Ja, wie kriegt ihr denn diese Dekorationen? Die kriegt ihr aus diesen kleinen Boxen und ihr könnt 2 bis 6 davon in den täglichen Missionen kriegen und ihr kriegt für einen speziellen Daily Task kriegt ihr 6 Boxen direkt mit dazu. Und ihr könnt auch sehen hier, die Schwierigkeit ist eigentlich ziemlich einfach aufgebaut. Die haben ja in den täglichen Missionen haben wir einfache, mittlere und schwierige Missionen und da seht ihr es, gibt es für die einfachen gibt es 2, für die mittlere gibt es 3 und für die schwere gibt es 4 Boxen. Und für die tägliche Boni-Box gibt es auch, oder tägliche Mission gibt es auch nochmal 6 Boxen. Wenn ihr eine Mission für den Chuck Norris macht, gibt es auch nochmal 6 Boxen. Und dann gibt es natürlich noch die Adventskalender-Missionen. Und dort solltet ihr auch kein großes Problem haben. Da gibt es auch immer 3 Boxen mit dazu. Alles in allem hat uns anscheinend Wargaming ausgerechnet, dass ihr die Option haben könnt, 723 kleine Boxen in 32 Tagen zu kriegen. Und das ist eigentlich völlig in Ordnung, vor allem wenn ihr überlegt, eigentlich hat jede dieser kleinen Box einen Minimumwert von 10.000 Credits drin. Und ja, so also könnt ihr da schon ordentlich Credits noch rausholen, wenn ihr wirklich drauf Bock habt.
Ja, reden wir noch mal ganz, ganz kurz noch über sonstige Sachen. Ihr könnt auch sehen, hier, wir haben noch eine zweite Level-Progression. Das sind die Missionen für Chuck Norris. Und dort gibt es auch Boxen. Da gibt es für eigentlich jedes Level noch mal 6 Boxen mit dazu. Und noch den Discount. Früher war der Discount eben bei der festlichen Atmosphäre reingeklatscht. Jetzt sind sie bei den Boxen von unserem Chuck Norris drin. Aber hier könnt ihr auch noch mal eine ordentliche Anzahl an Boxen erreichen, wenn ihr wirklich drauf Bock habt. Und ja, also wirklich, ihr habt ein großes Repertoire an Optionen, wie ihr an die Dekorationen rankommt. Und es gibt jetzt auch noch etwas Zusätzliches und das ist, ihr könnt früher oder später euch diese Schneeflöckchen freischalten, die ihr vom letzten Jahr schon kennt. Und dort ist es ein bisschen komisch. Wenn ihr sie besucht, dann kriegt ihr einfach so ein kleines Geschenk mit einem 5-fach XP-Booster für einen Sieg und eines von diesen Dekorationen. Im ersten Level ist es komplett random, also kriegt ihr von Level 1, 2, 3, 4 und 5 irgendwas dazwischen. Wenn ihr aber zum Beispiel dieses Schneeflöckchen oder diese Schneeflöckchen mehrmals besucht, also nachdem ihr es zum zweiten Mal besucht, kriegt ihr nur noch Level 2 bis 5 Dekorationen. Wenn ihr sie dann nochmal dreimal besucht, dann gibt es nur noch Level 3, 4 und 5. Wenn ihr sie fünfmal dann besucht, dann geht es weiter und so fort. Ne? Also ihr könnt schlussendlich dann am Schluss, wenn ihr sie wirklich ganz oft besucht habt, kriegt ihr nur noch von Stufe 4 bis Stufe 5 Geschenke. Und das macht es natürlich ein bisschen einfacher, was ihr dort rauskriegen könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Scherben dafür nutzen, um euch hier das Level zu erhöhen. Also ihr könnt auch sehen, von Level 0 bis Level 19 gebraucht das 6200 Scherben. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob sich das lohnen würde, diese Scherben zu investieren, weil die Scherben würde ich eher dafür brauchen, um halt eben euer Level auf Level, also wirklich Minimum Atmosphärenlevel 10 hinzukriegen. Ja, eben. Was ist denn in diesen kleinen oder Small Boxes denn drin? Ihr habt insgesamt dreimal eine Dekoration von irgendeinem Level drin, aber meistens sind es Stufe 1er Dekorationen. Selten, wirklich sehr, sehr selten eine Stufe 5 Dekoration. Und dazu kriegt ihr noch irgendetwas von diesen Consumables noch mit. Ob es jetzt Credits sind, ob es jetzt große, kleine Rap-Kits sind, ein Garagenslot oder aber auch hier, oder Garagenstellpass besser gesagt. Oder eventuell eine Direktive oder eventuell ein Buch noch mit dazu. Und wenn ihr wirklich auch noch Glück habt, dann kriegt ihr eventuell noch eine große Dekoration. Und das ist eine der beiden Wege, um dann diese großen Dekorationen zu kommen. Aber eben dazu auch noch mal ein bisschen später mehr. Ja. Eben, wir haben schon besprochen, es gibt Missionen für den guten alten Chuck Norris, um sich den zu erspielen, sowie aber auch noch einen Style und so weiter und so fort Sachen zu erspielen. Und die sind interessant, das sind eigentlich einfach Missionen, die ihr da hingeklatscht werdet, wie zum Beispiel eben erreicht 2000 Base XP über irgendwelche Anzahl an Gefechten in Stufe 4 bis Stufe 10er Gefechte. Also da müsst ihr wirklich nicht drauf stressen. Aber wenn ihr jetzt wirklich denken würdet, yo, Alter, diese Missionen sind ein bisschen zu schwer für mich persönlich, dann könnt ihr in der Theorie, wie ihr es hier sehen könnt, diese Mission vereinfachen, indem ihr halt Scherben gibt. Ich würde euch das überhaupt nicht jedoch empfehlen. Wieso? Weil diese Missionen sollten wirklich nicht eine große Schwierigkeit sein. Also wenn ich hier zum Beispiel das sehe, macht 3x1000 Schaden in Stufe 4 bis Stufe 10er Gefechten. Das sollte jetzt echt nicht ein großes Problem sein für die meisten Spieler unter euch. Es ist ja, also auf Stufe 10 sind das für viele Fahrzeuge 2 Schuss Schaden. Und eben, wieso macht ihr diese Mission? Damit ihr dann schlussendlich den guten alten Chuck Norris freischalten könnt und seine zusätzlichen Sachen. Also eben, hier könnt ihr sehen, wenn ihr seine Mission gemacht habt, gibt es 6 kleine Boxen und der Discount auf ein Stufe 2er Fahrzeug, der 100% ist. Und dann geht's runter, 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 runter. Und für die Sparfuchsfüchse unter euch kann ich euch nur empfehlen, Leute. Ihr könnt eigentlich bis und mit Stufe 6 irgendwelche Fahrzeuge anklicken und die dann sofort wieder verkaufen. Hier verdient ihr natürlich 100% eigentlich, weil ihr, oder 50% vom Verkaufswert kriegt ihr ja dann, oder vom Preis von diesem Fahrzeug kriegt ihr ja dann geschenkt eigentlich. Hier sind es 30% und hier sind es noch 10%. Also bis Level 6 macht ihr eigentlich nur Plus, wenn ihr das wirklich machen wollt. Ah ja, ihr kriegt dann natürlich auch noch diesen Chuck-Slot. Dieser Chuck-Slot, das besprechen wir nachher dann gleich, das ist nachher noch wieder was ein komisches, aber das erlaubt euch dann eigentlich in irgendwelches Fahrzeug, abgesehen vom Premium-Fahrzeug, einen Boni eurer Wahl raufzuklatschen. Punkt ist, ihr macht das, weil ihr natürlich den Chuck Norris haben wollt. Er hat eine eigene Sprechweise, also da hat Wargaming wirklich den Chuck Norris eingeladen, hat ihn als Synchronsprecher benutzt und er kommt mit einem Null-Skill-Waffenbrüder-Crew, hat Reparatur und
sechsten Sinn schon vortrainiert und habt noch genügend XP, um noch den vierten Skill vollzumachen, nach eurer Wahl. Also ein sehr, sehr guter Kommandant, der höchstwahrscheinlich für den Rhinoceronte sehr wichtig sein könnte, denn ja der Rhinoceronte nur 3 Crewmitglieder hat. Ja, es gibt natürlich wieder diese Collections und die sind eigentlich, heißt es dahin, ey, macht einfach alle oder kriegt alle Dekorationen. Das ist eigentlich, was eine Collection macht. Und je höher oder je mehr als ihr von einer Kollektion habt, desto höher wird dann euer Credit Booster noch, aber dazu auch nachher noch mehr. Wenn ihr diese Collections fertig macht, dann kriegt ihr einen von 4 2D-Styles, wie ihr es hier sehen könnt. Hier haben wir einen mit dem Pandas, dann haben wir hier einen mit einem ein bisschen feuriger, höchstwahrscheinlich, wie es aussieht, für einen Kranwagen oder für alle Fahrzeuge, die ihr haben wollt. Dann haben wir noch den hier, der jetzt gerade hier auf dem E3 ist, der eher ein bisschen auf Neujahr gestimmt ist, mit ein bisschen Feuerwerk, das vielleicht dieses Jahr ein bisschen schwieriger wird. Und dann haben wir den, der gerade noch auf dem Tüpfen schwer ist, mit, keine Ahnung, mit einem Nusscracker. Oder, ja, völlig in Ordnung in der Hinsicht. Ja, dazu kommt auch noch, wenn ihr wirklich Bock habt, könnt ihr noch die alten Kollektionen fertig machen. Und da müsst ihr einfach diverse Anzahl an Scherben auch wieder investieren. Und das ist das, was ich in den letzten paar Jahren immer wieder gemacht habe. Ich habe es nie geschafft, die jetzige Holiday Ops fertig zu machen. Ich habe dann immer gesagt, yo, weißt du was? Ich konzentriere mich jetzt darauf, immer zuerst die alten Kollektionen fertig zu machen. Und dann erst mich auf die neue zu konzentrieren, wenn ich schon den maximalen Credit Booster oder Bonus erreicht habe. Weil das Beste an der Holiday Ops ist, dass ihr in der Theorie mehr als 32 Tage lang einen konstanten 50% Credit Booster erreichen könnt. Natürlich ist das eben, wenn ihr schon am Tag 1 richtig hart reinpayt, ne? Also wenn ihr da wirklich 100 Euro oder so rein donatet, dass ihr genügend von diesen verschiedenen Anzahl an Teilen erspielt. So, das sieht es zum Beispiel ungefähr aus, wenn ihr einfach so ein bisschen voll seid. Ihr habt zum Beispiel 24 von dieser Kollektion, ihr habt 38 von der magischen Kollektion, dann 30 und dann 26 verschiedene Dekorationen freigeschaltet. Und dazu kommt, ihr habt noch 2 der großen Dekorationen freigeschaltet. Eben diese großen Dekorationen, die ihr nur mit Scherben kaufen könnt oder aus kleinen Boxen kriegen könnt. Wenn ihr es aber geschickt macht, und das ist super wichtig, ihr müsst diese großen Dekorationen haben, aber ihr müsst nicht die maximale Anzahl von den verschiedenen anderen Dingen haben, dann könnt ihr es eben klug machen und könnt schon nur mit 74 von 92 bei allen anderen Dekorationen eigentlich euren 50% Credit Booster erspielen. Und ich kann das wirklich euch nur empfehlen. Wisst ihr auch wieso? Weil ziemlich zeitnah nach der ganzen Holiday Ops wird es dann wieder düster, wird es dann wieder ein bisschen gefährlich und der Schwarzmarkt wird kommen. Und im Schwarzmarkt war es bis jetzt immer so, dass viele gute Angebote von Premium-Fahrzeugen mit Credits erwerbbar sein sollten. Heißt also, dass ihr euch da auch als Free-to-Play-Spieler diesen Bonus wirklich so gut es geht ausnutzen sollt, dass ihr die Möglichkeit habt, euch ein neues Premium-Fahrzeug in die Garage zu stellen, mit ohne dass ihr Wargaming einen Cent in den Rachen gestopft habt. Ja, und eben darum auch diese großen Dekorationen. Wenn ihr wirklich wollt, ihr könnt diese großen Dekorationen auch für Scherben kaufen. Hier ist die Frage, ob ihr das halt machen wollt, weil es sind natürlich bis zu 5000 Scherben, die ihr dann halt ransetzen sollt. Wichtig ist aber, diese großen Dekorationen, die gelten nicht für die festliche Atmosphäre. Und jede dieser großen Dekorationen gibt euch 2,5% Credit Bonus oben drauf. Also alleine durch diese großen Dekorationen kriegt ihr 10% Credits mehr für alle eure Gefechte. Also das lohnt sich dann schon ziemlich arg. Ja, wir haben vorhin viel über diese Holiday Ops Fahrzeuge und diese Slots gesprochen. Ihr habt dann einen für Stufe 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Fahrzeuge. Also habt 6 insgesamt. Und das ist wichtig, leichte Fahrzeuge kriegen 200% XP, schwere und mittlere Fahrzeuge kriegen 50% mehr XP. Heißt also, das ist super, wenn ihr einen neuen Baum oder so grinden wollt, wie die Polen Mediums. Und TDs kriegen ein bisschen und Artis kriegen mehr Crew XP. Wichtig ist, diese Holiday Slots und auch der Chuck Slot, diese gelten nicht für Premium-Fahrzeuge, leider. Also ihr könnt da nicht einen ultra geilen Crew-Trainer machen aus dem Premium-Fahrzeug. Was aber der Chuck-Slot macht, der erlaubt es euch, egal welches Fahrzeug dort reinzusetzen, abgesehen von Premium-Fahrzeugen, und dann den Bonus, den ihr wollt, auszusuchen.
Also sagt dir, weißt du was, Wargaming, ich finde es ein bisschen blöde, dass ich auf meinen TDs nur Crew XP Bonus kriege. Dann haut ihr den TD, den ihr grinden wollt, in diesen Chuck-Slot rein und kriegt dadurch mehr und könnt dann auswählen, yo, ich möchte jetzt mehr XP haben. Ne? Und das müsst ihr halt auch zuerst freischalten, natürlich, eben indem ihr diese Chuck-Mission macht. Aber dann ist es mehr oder weniger straightforward. Hier möchte ich anmerken, es ist nicht so gut wie vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren war es eigentlich das beste System. Letztes Jahr haben sie es ja auf dieses System gerade geändert und das ist nicht so super gut, weil ihr nicht mehr allgemein so viel Boni kriegt. Ja, also vor 2 Jahren war es, glaube ich, definitiv besser, weil da habt ihr einfach, sobald ihr die Kollektion von diversen Dekorationen voll gehabt habt, habt ihr dann schon ordentlich XP gekriegt auf alle Fahrzeuge dieser Nation. Also wenn ihr zum Beispiel gesagt habt, yo, ich möchte Deutsche fokussieren, dann habt ihr einfach deutsche Boxen gekauft oder die Boxen, wo die Deutschen drin sind. Ja, Segway zu den Boxen. Ihr habt ja gesehen, die sind jetzt veröffentlicht worden, beziehungsweise wir wissen jetzt, was das drin ist. Wir wissen, wie sie heißen, Neujahr, Christmas, chinesisches Neujahr und magische Weihnachten. Und die Preise sind identisch wie die vom letzten Jahr anscheinend. Also 3 Boxen kosten 6 Euro, 11 Boxen kosten 20 Euro, was ziemlich teuer ist immer noch. 25 Boxen kosten 40 Euro und 75 Boxen werden dann die 99,99 Euro sein. Ich kann jetzt schon anmerken, dass wir CCs werden wieder 50 Boxen von jeder dieser Reihe kriegen. Ich werde dies auch benutzen, um meine Berechnungen zu machen. Und ich werde auch höchstwahrscheinlich noch andere Datensätze kriegen von anderen Community-Kontributoren, sowie aber auch von anderen Spielern. Also wir werden da sicher gucken, dass wir wieder um die 1000 Boxen Minimum haben. Und ja, jetzt ist die Frage, was ist denn in diesen Lootboxen drin? Eine Level 5 Dekoration, darum habe ich das vorhin gesagt, dass es ja dadurch eigentlich einfacher sein wird, um das Level 5 oder die höchste Atmosphärenstufe zu erreichen. Dann kriegt ihr noch zusätzlich eine Random-Dekoration draufgeschenkt und zu guter Letzt 250 Gold. Dazu habt ihr noch einen garantierten Gewinn von 1, 3 oder 7 Tage Premium, 250, 500 oder 1000 Gold oder 100.000 oder 500.000 Credits. Aber ihr wisst ja, wie es ist Wargambling, ihr wollt das nicht, ihr wollt den großen Preis und das ist irgendwas aus dieser Liste hier. Dieses Jahr haben wir die ISO 152K, der Bisonte J45, den GSOR 1008 und natürlich noch die Bachatillon Burrusk. Dazu kommen wir noch natürlich die Low-Tier-Fahrzeuge, der T15, der Matilda Black Prince, der M25 Locust, der M4A1 FL10, endlich mal, und der T78. Ja. Ziemlich viel, ziemlich groß und eine interessante Auswahl an Fahrzeugen auf Stufe 8. Bisonte haben wir ja schon gespielt, habe ich auch schon besprochen. Interessantes Fahrzeug ist meiner Meinung nach eine 7 aus 10 Punkten. Wenn man weiß, was man zu tun hat, ist in Ordnung das Fahrzeug, ist nicht game-breaking aus meiner Sicht. Wenn man weiß, was man tut, G-Sor durften wir noch nicht testen. Mal gucken, wann wir das tun dürfen und haltet die Augen auf, wenn wir dann wieder dazu veröffentlichen. Die Burrusk, ja. Die Burrusk ist von diesen 4 Fahrzeugen, ich glaube, das OP-ste Fahrzeug. Also die Burrusk ist, wenn ihr wisst, was ihr tut, ist die Burrusk eines der stärksten Fahrzeuge. Also wo ich das Ding gedreimarkt habe, hatte ich ja, glaube ich, einen Durchschnittsschaden über 25 Runden oder so von 3700 als Stufe 8. Es ist wirklich insane, was man mit diesem Ding machen kann. Es ist auch ein bisschen tragisch, dass dieses Ding so stark sein könnte. Und zu guter Letzt haben wir die ISO 152K, die ist ein bisschen meh. Ist definitiv nicht ein schlechtes Fahrzeug. Ne? Also es ist ein interessantes Fahrzeug, aber nee, ich sag's einfach mal so, es ist ein gebalancedes Fahrzeug mit ein bisschen saurem Beigeschmack, weil es ja eigentlich ein Fahrzeug ist, das wir schon gekannt haben und einfach aus dem Spiel genommen worden ist und jetzt neu verkauft worden ist. Ne? Ist ein bisschen meh. G-Sor ist anscheinend ein bisschen ein Mini-WT auf EN100, aber müssen wir dann noch gucken, ob das wirklich so ist. Und der M4 A1 FL10 ist eigentlich wie der Stritzwagen auf Stufe 6, der Premium-Stritzwagen. Einfach auf einem M4-Chassis, das nicht so butterweich ist wie das Stritzwagen-Chassis. Dazu kommt auch noch, dass ihr die Chance habt, eine von 5 neuen Styles euch zu ergattern. Das ist der WZ111 Model 5A, CGC Klicker, die Maus mit übelst großem Flakgeschütz, der 60 TP Lewandowski-Ego und der SDP1, der dann eigentlich mehr aussieht wie ein Typ 774, also die Production-Version oder die Version, die dann wirklich produziert worden ist. Der SDP1 war ja ein Prototyp eigentlich. Und wenn ihr noch Glück habt, könnt ihr noch einen der älteren Styles ergattern, T
T110E4, E100, Objekt 140, 1305, Jagd-E sowie aber auch 430U. Ja, die Lootboxen sind höchstwahrscheinlich wieder der beste Weg, um Gold für euer Geld zu kriegen. Denn wenn ihr ein Fahrzeug schon habt, kriegt ihr Kompensation. Und hier hat Wargaming sie aufgelistet, die Kompensation. Hier möchte ich gerne anmerken. Wegen dem 10. Geburtstag sind die meisten Fahrzeuge, meisten Premiumfahrzeuge alle um die 10% billiger geworden. Heißt also, sie haben einen 10% geringeren Goldbonus. Letztes Jahr, wenn du von jedem Fahrzeug eines gekriegt hast, hattest du insgesamt 55.000 Gold eigentlich gekriegt. Dieses Jahr sind es nur noch um die 45.000 Gold. Man muss anmerken, dass natürlich das so ist, dass jetzt die Premiumfahrzeuge billiger geworden sind. Das macht natürlich Sinn, oder? Weil sie halt nicht mehr so viel Geld Gold kosten. Aber Premium-Tage sowie freie Erfahrungen sind immer noch gleich teuer. Es wird sich noch abzeichnen, wie groß die Chancen sein werden. Ich werde es auch gerne wieder ausrechnen, wie gut oder wie viel Bang for your Buck kriegt ihr dann. Aber wichtig ist, es könnte sein, dass dieses Jahr eventuell die Lootboxen weniger rentabel sind für den Spieler als noch letztes Jahr. Vom reinen Goldwert her. Und darum möchte ich jetzt nochmal ganz, ganz kurz anmerken. Letztes Jahr haben wir 2012 Boxen geöffnet gehabt. Und die Chance, ein Objekt 703 Version 2 oder ein E75 TS zu kriegen, die war bei etwa 1%. Was mir aufgefallen ist, die meisten Leute, die 100 Euro investiert haben, haben das Fahrzeug gekriegt. Aber wie schon gesagt, es ist eine Glücksmechanik. Und ich möchte hier wirklich, wirklich nochmal anmerken. Macht euch ein Budget. Sagt, yo, ich möchte für das Spiel maximal 100 Euro ausgeben, dann gibt nur maximal 100 Euro aus. Wenn ihr die neuen Panzer kriegt, hooray, geiler Scheiß. Wenn nicht, shit happens. Die Fahrzeuge werden so oder so verkauft. Anscheinend soll ja noch das Objekt 703 sowie der E75 TS dieses Jahr im Kalender kommen für Gold. Heißt also, ihr könnt in der Theorie ein Jahr warten und das Gold, das ihr aus den Lootboxen gekriegt habt, könnt ihr sparen und dann für diese neuen Fahrzeuge investieren, wenn Wargaming diesen Trend aufrecht halten würde. Punkt ist halt immer noch, und das möchte ich immer noch mal anmerken, ihr kriegt halt ungefähr, also letztes Jahr war es so, für 100 Euro kriegt ihr 71.000 Gold im Durchschnitt. Ja, das ist mit Garage Swords ohne sind es um die 68.000 Gold gewesen, was sich hier rauskristallisiert hat. Und das ist natürlich schon einiges mehr als nur 30.000 Gold. Hier möchte ich natürlich anmerken, ich habe nur kompensierte Fahrzeuge berechnet. Also wenn ihr das Fahrzeug schon noch nicht hattet, dann kriegt ihr natürlich weniger, aber es ist ja äquivalent vom Preis her. Und noch hier als kleine Anmerkung, auch bei den Lootboxen vom Waffenträger-Event, wo wir 800 geöffnet haben, da war die Chance, den T77 zu kriegen, bei nur 0,5%. Aber auch hier möchte ich anmerken, dass jeder CC, der mir die Boxen geschickt hat, hat den T77 gekriegt, was ein bisschen komisch ist. Ich weiß nicht, wie im Hintergrund der Algorithmus bzw. die Wahrscheinlichkeit aufgebaut ist. Es kann sein, dass sie nicht so einfach ist wie hier die Zahlen. Ich bin gespannt, wenn wir es vergleichen können mit diesenjährigen Boxen. Punkt sollte aber sein, dass es immer noch der beste Weg ist, um eben Gold zu kriegen. Aber mal schauen, eben mit dem geringeren Geld, mit dem geringeren Goldumwandlungssatz und ob höchstwahrscheinlich dafür die Chancen höher sind, ob man was kriegt. Aber eben, das sehen wir dann. Ja, zu guter Letzt ist hier halt noch eine Event Extension, also eine Verlängerung. Hier ist es wichtig, bis und mit Januar 11. müsst ihr eigentlich alles machen. Chuck Norris freispielen, Festigkeitsstufe 10 erreichen, so viele Dekorationen wie es nur geht sammeln und dann habt ihr es wirklich, weil dann könnt ihr diesen Creditbonus, diesen speziellen Chuck-Slot, diese anderen Holiday-Ops-Slots noch benutzen, um das einfach rauszufarben. Und das ist dann geil, ne? Ihr habt dann fast bis Ende Januar, sagen sie, hier habt ihr fast nochmal mehr als 20 Tage nochmal einen 50% Credit Booster. Immer. Dann habt ihr nochmal diesen kleinen Bonus aufs Grinden. Also ihr habt da wirklich eine lange, lange Zeit, also fast 50 Tage könnt ihr solche Boni in der Theorie gönnen. Und das ist wirklich, wirklich cool. So, Zusammenfassung. Für Free-to-Play-Spieler, ihr könnt
Ein Stufe 4 Panzer kriegt ihr for free. Ihr könnt euch theoretisch einen konstanten 50% Credit Booster erspielen. Was natürlich aber nicht einfach sein wird, weil es vor allem natürlich luckabhängig ist und ihr natürlich halt auch diesen Deco Rider benutzen müsst. Es wird euch erlaubt, einen einfachen Grind zu haben, wenn ihr die festliche Atmosphäre 5 erreicht. Ihr kriegt in der Theorie 5 Crewmitglieder, wo alle einen 0-Skill Waffenbrüder-Perk haben. Was natürlich super ist für den neuen italienischen Baum oder für sonstige Bäume, die ihr weiter haben wollt. Und ihr kriegt natürlich noch viele zusätzliche kleine Sachen aus den kleinen Boxen. Und wenn ihr wirklich da voll mit dabei seid, eben habt ihr gesehen, 700 Boxen könnt ihr da in der Theorie euch ersammeln. So, jetzt möchte ich gerne eine Konklusion machen, einfach noch zu Ende daddeln. Und ja, erstes Mal... Ich bin froh zu sehen, dass Wargaming diese Reroll-Mechanik nicht mehr implementiert hat, wie es im Waffenträger-Event war. Die war für mich, diese Reroll-Mechanik, war leider wirklich ein bisschen, wirklich hartes Gambling. Ich bin froh, dass sie es wieder weggenommen haben, ob das ein legales Problem war oder dass sie einfach auf unser Feedback gehört haben. Sei es dahingestellt, trotzdem bin ich froh, dass es weg ist. Man kriegt dieses Jahr ein bisschen weniger aus der festlichen Atmosphäre als letztes Jahr. Also vor allem weniger Blaupausen. Ich bin persönlich nicht gerade dagegen. Ich finde so oder so, dass Blaupausen immer noch falsch implementiert worden sind und dass sie leider dazu geführt haben, dass die Qualität im High-Tier-Bereich der Spiele abgenommen hat, weil es viel zu einfach ist, auf hohen Stufen jetzt plötzlich zu kommen als neuer Spieler. Nichts gegen neue Spieler, aber ich finde trotzdem, es wäre wichtig für die Neulinge, halt zuerst mal ihren Panzer zu lernen. Und Wargaming hat ja da eine schöne Linie gemacht, wo sie das halt dann... Also sie haben viele Panzerbäume so angepasst, dass die Progression linear ist, dass ihr euch schon früh an das Gimmick, das der 10er hat, gewöhnen könnt. Ob es jetzt die 2684-Reihe ist, ob es jetzt der 60DP-Reihe ist. Esteban's ist da ein bisschen ausgenommen, aber auch die Conqueror-Reihe, die ist auch wirklich so aufgebaut. Yo, ab Stufe 5 habt ihr Hulldown, Tanks des Todes. Alles in allem aber freue ich mich auf die Holiday Ops. Ich bin gespannt, wie die Orts bzw. die Wahrscheinlichkeiten dieses Jahr sein werden. Und ich werde euch natürlich da auf dem Laufenden halten. Und darum, wenn ihr es geschafft habt, durch mein ganzes Video durchzugucken, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht, mir ein bisschen Feedback zu geben. Ich bin immer offen für alles. Ich hoffe auch, das neue Format da für mein Ersteindruck-Video hat euch gefallen. Es sah definitiv so aus und das freut mich extrem. Und ja, schauen wir, was die Holiday Ops uns bringt. Wir dürfen nicht vergessen, anscheinend gibt es noch ein kleines Event namens Tankmess, wo ihr die Option haben könnt, einen Panzerkampfwagen 7 sowie einen Udes-Skin euch zu erspielen. Anscheinend. Wir wissen davon noch nichts, aber der Fakt, dass es für beide Fahrzeuge einen speziellen 3D-Style gibt, der in den Gamefiles sein wird, ist dann da. Haltet die Ohren steif und vergesst nicht vorbeizuschauen, wenn ich dann ein Video zum Shizu habe. Man sieht sich, bis zum nächsten Video. Cheers, Leute.